Also ich leite das Biennale Büro, ich betreue die AKT, das heißt die Ausbildungskonferenz Tanz, seit fast vier Jahren und betreue die, organisiere die Biennale, was organisatorisch alles funktioniert. Also ich habe ursprünglich BWL studiert, also Betriebswirtschaft, und habe mich aber nach dem Studium, war mir klar, ich will nicht in der Wirtschaft arbeiten, sondern in die Kultur gehen und da Kultur ermöglichen. Und über einen langen Weg, wie das aber ist nach dem Studium, Kulturmanagement kann man ja studieren mittlerweile, aber ich bin über praktische Erfahrungen und Arbeit in der Kultur da gelandet und von Position zu Position irgendwann auch beim Tanz, Theater, Musik gelandet, also produziere mögliche Veranstaltungen im Tanz-, Theater- und Musikbereich. Und die Biennale ist irgendwann auf mich zugekommen, beziehungsweise die AKT, und hat gesagt, sie suchen ein Büro, sie haben eine Ausschreibung und ob ich mich daran beteiligen möchte. Also grundsätzlich erstmal ist die Biennale ein unglaubliches, eine Möglichkeit, ein Zusammenkunft von Tanzstudierenden, die alle an unterschiedlichen, diesen 10 unterschiedlichen deutschen Hochschulen, Institutionen Tanz studieren. Die sind so, dass ich sag mal, das ist die Parteienlandschaft eigentlich. Die sind von wirklich Zeiten natürlich performativ bis ganz klassisch die Spitze und jeder hat so seine Präferenz und seine Lieben und das hat alles eine unglaubliche Kraft und auch seine Berechtigung vor allen Dingen und eine künstlerische, hohe künstlerische Aussage. Und das Besondere daran ist erstmal, das miteinander zu verschränken. Diese Bereiche sehen sich, treffen sich sonst so gut wie gar nicht, aber hier kommen sie alle zusammen. 10 Studierende von jeder Hochschule, die eine Woche lang miteinander arbeiten, unterschiedlichen Choreografen, Workshopleitern, und das geschieht sonst gar nicht. Also das ist außergewöhnlich, das ist das Tolle. An dieser Biennale ist noch das zusätzlich Wunderbare, dass wir internationale Mittel bekommen haben, und dadurch, wir haben Mittel bekommen, um internationale Gäste einzuladen. Und das ist auch wunderbar, dass wir nochmal den Einfluss kriegen von ausländischen Schulen, Studenten, die das auch noch befruchten. Mein Berufsfeld ist Kreativität, das zu ermöglichen, dass die Kunst, also mit den Mitteln, die man hat, die Kunst zu ermöglichen, beziehungsweise bereitzustellen, dass die Basis zu bieten, dass das ermöglicht werden kann, was sich die Kunst gerne wünscht. Natürlich gibt es immer die Beschränkung der finanziellen Mittel, aber mit diesen Mitteln die so auszuschöpfen und so sinnvoll einzusetzen, dass sie auch das bestmögliche Ergebnis erzielen.